leuchtet das Mikro grün. Geht's jetzt? Also ihr müsst uns jetzt sagen im Chat, ob ihr jetzt was hört. Jetzt geht das Mikro war aus. Es ist auch schon der letzte Programmpunkt. Da ist es okay, wenn man jetzt nicht mehr ganz so fit sind. Aber jetzt stürzen wir uns gleich ins Thema. Wie ich gerade gesagt habe, Martina, meine Kollegin, ist heute leider nicht dabei. Ich sitze alleine vor der Kamera, konnte nicht dabei sein, aber das macht nichts. Auch ich habe sehr viel Wissen über Self-Publishing mitgebracht. Wenn wir allerdings an einen Punkt kommen, wo wir nicht weiter wissen, dann könnt ihr uns immer E-Mail schreiben und wir klären das auf jeden Fall im Nachgang. Aber jetzt stürzen wir uns gleich direkt rein ins Thema. Vorab noch gesagt, schreibt mir ganz viel im Chat. Ich sehe den überall auf verschiedenen Bildschirmen, also wundert euch nicht, wenn ich durch die Gegend schiele. Also stellt mir Fragen auch zwischen dem Vortrag. Ich habe euch nämlich eine große Präsentation mitgebracht. Da fangen wir mal ziemlich basic an mit dem Thema Self-Publishing, was man nämlich so braucht für Self-Publishing, also wirklich Cover, Datei, Buchdatei. Und dann gehen wir da Stück für Stück durch. Wenn es euch zu langsam ist und ihr alle schon voll die Experten im Self-Publishing seid, dann machen wir da fast forward. Aber das kann ich nur wissen, wenn ihr es mir sagt. Also sehr schön, dass ihr da seid. Und starten wir doch mal rein in die Präsentation. Oh, das ist nicht die erste Folie. Jetzt sind wir auf der ersten Folie. Sehr schön. Also wie gesagt, wir machen jetzt deine Buchveröffentlichung mit Tolino Media. Ich bin eure Vortragende und los geht's. Ich habe euch das Ganze mal kurz aufgegliedert hier, was wir jetzt gleich so machen, nämlich Schritt für Schritt zu eurer Buchveröffentlichung. Wie ich vorhin gesagt habe, fangen wir mal so grob mit dem Thema an. Was ist Self-Publishing eigentlich? Dann kommen wir weiter zu, was brauche ich zur Veröffentlichung? Warum soll ich mit Tolino Media veröffentlichen? Ganz heiße Frage. Dann reden wir über die Unterschiede zwischen E-Book und Printbuch im Upload und im Marketing, das danach passiert. Und dann reden wir noch so grob über den Punkt Vertrieb und Marketing, was zum Beispiel den Buchhandel angeht. Was muss ich tun, damit mein Buch im Buchhandel gefunden wird? Wie kann ich danach helfen? Denn, Quizfrage schon beantwortet, ihr seid der eigene Schmied eures Glückes, wenn man es so sagt. Im Self-Publishing macht ihr das meiste selbst. So, ihr seid noch bei der Begrüßung im Chat. Wie gesagt, wenn ihr euch schon mehr auskennt, dann sagt mir Bescheid. Aber dann klären wir doch mal ab, was ist Self-Publishing überhaupt? Also, Self-PublisherInnen veröffentlichen ihre Bücher ohne Verlag. Das heißt, sie produzieren wirklich alles vorab selbst, Cover, Manuskriptdatei, machen Marketing selbst, suchen sich selbst Distributoren, die Bücher in den Buchhandel liefern. Also all das, das könnt ihr in verschiedensten Formen machen. Das könnt ihr als E-Book machen, als Printbuch und auch sehr beliebt und viel gemacht als Hörbuch. Dazu gehört natürlich auch sehr viel Selbstorganisation. Also ihr müsst euch wirklich alles heranholen. Also entweder ihr macht viele Dinge selbst, das könnt ihr auch machen, oder ihr arbeitet mit vielen Dienstleistern zusammen, die euch zum Beispiel Korrektorat machen, Lektorat oder das Cover. Genau, ihr müsst nicht mitschreiben. Mir wurde schon gesagt, die Präsentation gibt es im Nachgang. Das heißt, ihr könnt euch einfach zurücklehnen und mir zuhören und Fragen stellen. Und im Nachhinein kriegt ihr das dann alles nochmal geliefert, weil ich warne euch vor, es kommt eine geballte Ladung an Informationen auf euch zu. Also wie gesagt, die Steps, die wir durchlaufen, sind Schreiben, Lektorat, Korrektorat, Buchsatz, Coverdesign, Marketing und Vertrieb. Und dann gibt es eben diese Distributoren wie Tolino Media, die ihr euch suchen müsst, die dieses Buch in den Buchhandel bringen. Also ihr schreibt jetzt zum Beispiel, Entschuldigung für die Pause, ich lese in den Chat mit, den Punkten ab 3 seid ihr interessiert, in der Aufzählung vorher, würde ich jetzt mal sagen. Punkt Neuling und du interessierst dich für alles, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach alles durch und vielleicht ist ja was für jemanden dabei, also der sich eigentlich schon ein bisschen auskennt, aber der schon genau, wir gehen es einfach der Reihe nach, der dann doch noch was mitnehmen kann.
Jetzt funktioniert meine Maus gerade zum Weiterschalten nicht, weil du dich eingemischt hast. Genau. Also, die Schritte. Was brauche ich zur Veröffentlichung? Wir brauchen als erstes einen Text, ein Manuskript. Dann brauchen wir ein Cover für das Buch. Also, wie sieht das Buch, das innen sehr schön ist, will auch noch ein schönes Gewand. Dann brauchen wir Buchdaten, die euer Buch beschreiben. Da gehört dazu zum Beispiel Titel, Klappentext, aber ich greife vor. Dann Marketing und ein kostenloses Benutzerkonto bei Tolino Media. Kostet euch nichts, nur ein paar Klicks und ein bisschen Zeit. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Manuskript. Also ein Buch schreiben ist ja wirklich keine einfache Sache. Also wir haben mit sehr vielen Autorinnen jeden Tag zu tun, die Bücher schreiben und wirklich viel Arbeit reinstecken, die ganze Reihen schreiben, die dann Spin-offs von Reihen schreiben. Und ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, mit wie viel Liebe und Arbeit und Sorgfalt da quasi vorgegangen wird. Also, was könnt ihr so am Anfang tun, wenn ihr sagt, ihr habt eine Idee zum Buch und ihr möchtet ein Buch daraus machen, aber ihr wisst noch nicht genau, wie es geht? Also schaut mal rein. Als ersten Punkt haben wir hier stehen, die Community nutzen. Es gibt sehr, sehr viel Information in der Community zu, wie schreibe ich ein Buch. Also es gibt Anleitungen, es gibt die Self-Publishing-Community. Schaut mal unter dem Hashtag Self-Publishing rein, schaut auf den Webseiten von Distributoren rein, wie zum Beispiel wir, oder da gibt es natürlich noch andere wie BOD, Konkurrenz darf man auch immer nennen. Und dann gibt es sowas, gibt es auch zum Beispiel den Workshop vorher vielleicht, wo man wirklich plotten lernen kann. Es gibt immer wieder Kurse und so weiter, wo das Ganze gemacht werden kann und wo man sich hier, mir wurde gerade die Präsentation genommen, deswegen bin ich so ein bisschen raus. Okay. Genau, oder man sucht sich zum Beispiel Schreibbuddies. Cool ist es auch, wenn man gemeinsam schreibt, also wenn man sich gemeinsam hinsetzt und an Texten schreibt. Ich habe das zum Beispiel auch in der Uni-Zeit gemacht, wo ich mich mit anderen zusammen in die Bibliothek gesetzt habe. Und man kann sich gegenseitig unterstützen. Man kann auch immer wieder so gegenlesen. Das ist auch sehr schön. Also Buch schreiben gemeinsam. So, was seht ihr jetzt? Ihr seht das Manuskript. Jetzt klappt's. Der Chat sagt mir, es ist alles wieder da. Die technischen Hürden. Aber ich habe schon alles gesehen heute, deswegen sind wir ganz entspannt. Wir schreiben euer Buch. Genau. Ihr habt einen Text geschrieben. Ihr habt gesagt, ihr habt einen schönen Beginn, ihr habt ein schönes Ende. Sagen wir, der Text ist fertig oder ihr seid beim Beenden dieses Textes. Dann kommt ihr zu einem Schritt, der heißt Lektorat. Denn bitte veröffentlicht euer Buch niemals ungelesen von anderen. Also wirklich. Gebt die Texte, bevor ihr sie veröffentlicht, auch nach außen. Nicht nur an Familienmitglieder, sondern auch an Menschen, die, von denen ihr wisst, dass sie euch ehrlich die Meinung dazu sagen. Also die wirklich objektiv an euch herantreten können und sagen können, diese Stelle ist nicht so toll. Der Plot-Twist macht keinen Sinn oder ähnliches. Genau. Also natürlich ist es oft, wenn ihr wisst, es ist jemand Bekannter und ihr möchtet kein Geld für ein Lektorat ausgeben, dann ist es natürlich auch in Ordnung, aber seid euch sicher, dass ihr offenes und ehrliches Feedback von der Person bekommen könnt, dass ihr damit auch umzugehen wisst. Also es kommt immer darauf an, wenn man sich ein Lektorat sucht, dann sollte man wirklich auch viele persönliche Gespräche führen und sich ansehen, komme ich mit der Art dieser Person zurecht, wie die Texte korrigiert. Wie kann ich das Feedback annehmen? Funktioniert es so? Bekomme ich genug Tipps, wie ich es besser machen kann? Da tickt einfach jeder anders. Und deswegen muss man beim Lektorat immer darauf achten, dass man jemanden findet, mit dem man auch so gut zurechtkommt einfach. Was ist ein Lektorat nochmal genau? Es ist eine genaue inhaltliche Prüfung eures Texts. Also der Text wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Und man geht eben alles Storylines durch, man geht Ausdruck durch, Stilistisches. Es ist kein Korrektorat, das ist nämlich der nächste Punkt. Also Lektorat und Korrektorat sind unterschiedliche Dinge. Korrektorat ist das reine Korrigieren eures Textes auf
Rechtschreibung und Grammatik zum Beispiel. Also auch Kommafehler sind da dabei und solche Dinge. Also das Lektorat inhaltlich passiert vorher, später kommt ihr zum Korrektorat. Auch das solltet ihr von einer externen Person machen lassen, denn man sieht die Dinge einfach nicht mehr. Wir kennen das alle. Wir sitzen stundenlang vor dem Text. Wir haben ein ganzes Buch geschrieben und irgendwann siehst du einfach nicht mehr die Fehler. Du denkst, ja, das habe ich schon 10-mal gelesen, das passt schon. Aber nein, das Korrektorat ist nochmal ganz wichtig und uns erreichen auch oft Leserinnen Stimmen nochmal, die freundlich darauf hinweisen, wenn wo zum Beispiel Fehler sind. Aber schön ist es natürlich, wenn der Text. Es ist fast unmöglich, einen Text übrigens fehlerfrei zu veröffentlichen. Es kann immer wo ein Komma falsch sein. Da ist jetzt wirklich kein Problem dabei. Aber natürlich nicht, dass es den Schreibfluss behindert und dass es wirklich einfach korrekt gemacht ist. Ihr verlangt es von einem Verlagsbuch, dass es alles korrigiert ist, gut. Dann solltet ihr den gleichen Standard auch für ein Self-Publishing-Buch ansetzen, natürlich. Ich lese mal kurz im Chat. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn ich alleine bin, den Vortrag und den Chat im Blick haben möchte. Genau. Wir haben hier zum Beispiel auch das Stichwort, Thomas schreibt das Stichwort Beta-Leser. Beta-Leser sind auch eine sehr schöne Sache. Da hat man nämlich auch schon Leute, die vorab den Text lesen, also TestleserInnen. Das ist auch eine sehr gängige Methode, wie Autorinnen sich vor Veröffentlichung auch Feedback für ihre Texte holen. Und oft ist es dann so, dass wirklich Dinge nochmal drinnen stehen, die durchs Lektorat gegangen sind und Korrektorat und dann aber die Testleser zum Beispiel nochmal sagen, aber hier fehlt noch was oder auch Dinge wie, hier fehlt mir noch ein bisschen Gefühl, hier hätte ich noch gerne eine Szene oder diese Szene, die muss raus oder an dieser Szene-Ecke musst du besonders aufpassen. Man kann TestleserInnen an verschiedenen Punkten im Text, an den Text, also an der Produktion des Textes ranlassen. Also entweder du machst es schon vorher, ich würde es eher zwischen Lektorat und Korrektorat oder eher am Ende nochmal ansiedeln, aber immer bewusst sein, wenn TestleserInnen das gelesen haben, dann musst du nochmal ran an den Text. Also das ist auf jeden Fall nochmal dabei. Genau, wir haben hier den Hinweis von der Yvonne. Wenn man auf Lektorinnen zurückgreift, dann soll man auf jeden Fall schauen, dass das professionelle Dienstleister sind. Also ja, auf jeden Fall professionelle Dienstleister zu Rate ziehen. Es ist immer auch so eine Budgetfrage. Also wenn ihr ein gutes Lektorat machen möchtet, wir hatten es heute im Podcast schon mal am Vormittag, da hatten wir gesagt, für ein 300-Seiten-Buch ist wirklich so ein bisschen anzusetzen, um die 1.000 bis 1.500 Euro kostet ein Lektorat. Denn auch die müssen von was leben und möchten Geld verdienen, um ihre Brötchen zu kaufen. Das heißt, Lektorat ist ganz wichtig und professionelle Dienstleister sind auch sehr wichtig. Es ist eben ein geschützter Berufsbegriff. Und hier gibt es den Verband freier Lektorinnen und Lektoren. Das ist auch sehr guter Hinweis von der Yvonne. Dort findet ihr wirklich professionelle Lektorinnen, die sehr viel Erfahrung auch schon haben. Hier habe ich eine Frage. Können Sie uns bitte erzählen, wie ein Verlag statt Self Tolino für eine Veröffentlichung nutzen kann? Also zum Beispiel ein Kleinverlag, wie der bei uns veröffentlicht. Ja, das macht kaum Unterschied. Dazu kann ich dann auch kommen, wenn wir zum Thema Upload kommen. Also beim Verlag ist natürlich das Korrektorat und so weiter schon innerhalb des Verlages passiert. Da ist es quasi, da steigen wir dann an späteren Punkten ein, wenn es um den Upload geht. Im Grunde funktioniert aber für Verlage alles genauso wie für die Autorinnen bei uns auf der Plattform im Upload. Da muss man kaum, also eigentlich keine Unterschiede machen. Gehen wir später noch drauf ein. Genau. Sehr schön. Jennifer gibt Tipps. Sehr schön, wenn ihr im Chat miteinander einfach schon Tipps austauscht. Also wir haben ja hier unterschiedliche Wissenslevels und dann könnt ihr hier schon viel beantworten, was ich vielleicht nicht aufnehmen kann. Sehr schön. Ich war bei den TestleserInnen. Dann gibt es noch einen Begriff wie zum Beispiel Sensitivity Reading. Das macht man zum Beispiel, wenn man eine Figur in der Geschichte hat, deren Realität nicht der eigenen Realität betrifft. Ganz allgemein gesagt.
Wenn ich zum Beispiel über People of Color schreibe, selbst aber keine Person dieser Gruppe bin, dann ist es sehr gut, wenn ich mir dementsprechend ein Sensitivity-Reading suche, damit ich eben nicht falsche Repräsentationen in meinen Texten habe. Denn nur weil ich denke zu wissen, wie gewisse Realitäten sind, heißt es noch lange nicht, dass ich damit richtig liege. Und mit dem Sensitivity-Reading geht man drauf nochmal eine Nummer sicher, dass es auch wirklich alles richtig repräsentiert ist. Man kann natürlich durch viel Recherche schon sehr viel machen, aber wenn ihr nochmal auf der sicheren Seite sein wollt, dann gibt es unter sensitivityreading, glaube ich, .de heißt die Seite sogar. Man findet es sehr einfach. Da gibt es einen Anlaufpunkt, wo man sich Leute auch suchen kann, die zu speziellen Gruppen, Themen oder Realitäten, es gibt das unterschiedlichste, Sensitivity-Reading anbieten. Ach, Jennifer, ist meine Rettung hier. Sensitivity-reading.de. Ganz genau. Ach, Entschuldigung. Ah, okay. Jetzt bin ich auch nochmal up to date, was es angeht. Der Chat berichtigt. Also ich finde schon sehr schön, dass ihr gemeinsam arbeitet. Gut, ich komme zur nächsten Folie, nämlich Buchsatz. Buchsatz ist sowas, das viele Leute schon zwischendurch mal vergessen, dass es das braucht. Nämlich, wenn du eine Datei hast, eine Word-Datei und du willst daraus ein Buch machen, dann brauchst du noch einen Buchsatz dafür. Es geht dabei um die Gestaltung und das Layout des Buchinhaltes. Also man knallt nicht einfach die Word-Datei hin und die wird dann schön ausgedruckt, sondern es gibt eigene Dienstleister, die auch das machen. Wir haben den Punkt auf den Folien, das selfpublishingmarkt.de. Da findet ihr Dienstleister, übrigens auch LektorInnen und Korrektorat. Also KorrektorInnen, die das anbieten, aber auch zum Beispiel Menschen, die Buchsatz anbieten. Viele AutorInnen, Self-PublisherInnen machen das selbst. Das ist natürlich auch gut, aber fragt euch immer vorher, kann ich das oder verwende ich hier dann für etwas zu viel Zeit, was im Endeffekt aber nicht gut rauskommt und wo ihr dann später nochmal ran müsst. Ich sehe gerade, ihr seht die Folien nicht. Und das werden wir aber gleich ändern. Genau. Wir können es auch so machen, Jeremy, dass du immer weiter schaltest, weil offensichtlich, wenn ich schalte, dann fällt die Präsentation raus, oder? Machen wir es so. Seht ihr wieder alle alles? Jetzt klappt's. Gut. Na, dann machen wir das jetzt nicht selbst, weil vielleicht ist das dann das Problem. Gut. Ja, Word ist kein Buchsatzprogramm. Da wurden wir gerade darauf hingewiesen. Nein, es gibt extra Programme dafür, die Buchsatz, wo man, in dem man Buchsatz macht. Zum Beispiel InDesign ist ein Programm, in dem man Buchsatz macht. Aber wie gesagt, recherchiert dann nochmal nach. Wir haben auf unserem Blog zum Beispiel nochmal eigene Beiträge, wo das nochmal genau beschrieben wird, wie ihr bei eurem Buchsatz vorgehen könnt. Wir reden hier aber vom gedruckten Buch beim Buchsatz und nicht vom E-Book, weil beim E-Book-Satz könnt ihr auf unserer Plattform zum Beispiel auch eine Word-Datei hochladen. Das ist möglich. Da braucht ihr allerdings eine korrekte Formatierung für fehlerfreie und gut lesbare Darstellung. Das heißt, ihr müsst durch den Text gehen und zum Beispiel Kapitelüberschriften mit Überschrift 1 formatieren. Also ihr kennt das, Word kann auch sehr viel tatsächlich. Und dann kann unsere Plattform bei der Umwandlung von einer Word-Datei in eine EPUB-Datei alles wichtig machen, euch ein wunderschönes Inhaltsverzeichnis erstellen, das die LeserInnen brauchen, um sich in eurem Buch zurechtzufinden. Und wir haben auch hier den Satz drin stehen, auch E-Books sollen schön sein. Also Tolino Media hat lange den Vertrieb für nur E-Books gemacht. Wir haben seit Herbst auch den Vertrieb für Printbücher. Und deswegen schlägt aber auch unser Herz ganz besonders immer noch für E-Books. Und es gibt so schöne Gestaltungsmöglichkeiten für E-Books. Also es gibt wunderschöne Kapitelverzierungen, die ihr am Anfang machen könnt. Ihr könnt bei den Seitenzahlen kleine Sachen machen. Also es ist wirklich auch nochmal eine eigene Kunst, ein E-Book professionell gestalten zu lassen. Das machen auch die gleichen Menschen oder je nachdem,
die Buchsatz machen, also GrafikdesignerInnen, MediengestalterInnen. Und die findet ihr auch am selfpublishingmarkt.de. Habe ich gerade gesagt, wo man den professionellen Buchsatz herbekommt, beim professionellen Dienstleister. Wenn ihr zum Beispiel, wie finde ich einen professionellen Dienstleister sonst noch so? Ihr schaut einfach in ein Buch eurer Schreibkolleginnen, also von AutorInnen, schaut mal rein. Da steht dann meistens drin, wer den Buchsatz gemacht hat oder wer jetzt auch beim Buchsatz vom E-Book verantwortlich war. Und wenn ihr sagt, es gefällt mir sehr gut, wie das gemacht wurde, dann könnt ihr euch bei der Person einfach melden und sie auch mit euren Dienst, also beauftragen für euer Buch. Also das ist auch eine gute Methode, um an gute BuchsetzerInnen ranzukommen. Jetzt bin ich mit der Folie fertig, schauen wir mal wieder kurz in den Chat. Man kann, also Kati fragt, wie kann man E-Books schön gestalten, wenn die Leser die Schriftgröße selber einstellen können? Das ist kein Problem. Am sichersten geht man, also du kannst eine Word-Datei bei uns hochladen, aber du kannst auch eine EPUB-2-Datei bei uns hochladen. Wenn du die EPUB-2-Datei hochlädst, dann gehst du ganz sicher, also daran macht die Plattform bei der Veröffentlichung nichts mehr. Da kann wirklich schon schön eingestellt werden, wie das E-Book am Ende aussehen soll. Ihr könnt euch auch, wenn ihr die Word-Datei hochladet, dann nochmal die Datei runterladen, bevor sie veröffentlicht wird und euch das zur Probe anschauen. Bitte tut das auf jeden Fall. Das ist immer was, was wir immer wieder betonen. Wie könnt ihr sicher gehen? Also es wird so eingestellt in der EPUB-Datei, dass der Zeilenabstand, wie heißt das jetzt? Meine Kollegin, die EPUB-Gestaltung macht, wird mich rügen. Im Nachhinein variabel ist. Das damit ermöglicht ihr, dass eben die LeserInnen die Schriftgröße einstellen können. Und wenn ihr das aber so variabel eingestellt habt, dann passiert im EPUB nichts mehr, dass es sich komplett zerhaut. Das heißt, wenn das eingestellt ist, dann kann der E-Reader das wirklich schön anpassen und sichergestellt, dass alles funktioniert. Also, ihr findet dazu auch Hinweise nochmal auf dem Blog. SP-Buchsatz frisst viele Ressourcen. Affinity Publisher. Geht auch, kann man auch eben selbst machen. Okay, ihr befeuert euch wieder mal gegenseitig. Sehr schön. Dann mache ich weiter mit meinem nächsten Punkt, nämlich dem Punkt Buchdaten. Ich hoffe, ihr seht die Folie jetzt und es funktioniert bei euch, aber ich habe nichts Gegenseitiges gehört. Also, was sind Buchdaten? Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Buchdaten sind Titel, AutorInnenname, Kategorie, Schlagwörter und das Impressum. Also, wir haben jetzt hier eine ausführliche Folie abgekriegt. Ihr müsst das alles nicht mitschreiben nochmal, aber könnt ihr euch im Nachhinein nochmal anschauen. Also, Titel ist klar. Der Titel eures Buches ist auch ein Buchdatensatz und der kommt vorne auf euer Cover drauf. Bitte immer vorne den Titel draufschreiben und auch ganz wichtig, den AutorInnennamen auch draufschreiben. Oh nein, die Folie ist wieder nicht zu sehen. Jetzt aber. Seht ihr sie jetzt? Hast du es gemacht? Ja. Genau, jetzt sehen wir sie. Ja, das mit dem Übergang mit den Folien, da sind wir jetzt noch nicht ganz sicher, wo der Fehler liegt. Aber ihr gebt einfach immer Rückmeldung, ob ihr sie seht oder nicht. Ich brauche sie leider, weil sonst ist das zu viel. Ich kann mir nicht alles merken. Ich weiß viel, aber nicht alles. Also, wir sind bei Titel, AutorInnenname. Pseudonyme sind übrigens bei der Veröffentlichung jederzeit möglich, auch auf unserer Plattform. Kein Problem. Ihr könnt zum Beispiel in einem Benutzerkonto alle eure Pseudonyme sammeln. Wir haben zum Beispiel Autorinnen, die 2 bis 3, 5 Pseudonyme haben. Ihr legt dafür ein Autorinnenkonto an und auch der Verlag zum Beispiel legt ein Konto an. Und da kann er dann für die unterschiedlichen Autorinnen Bücher veröffentlichen. Das ist zum Beispiel schön beim Verlag, weil dann sind alle Abrechnungen in einem Konto drin. Und auch AutorInnen, die mehrere Pseudonyme haben, können in einem Konto gesammelt alle diese Pseudonyme haben. Dann ein wichtiger Teil der Buchdaten sind die Kategorien. Was sind die Kategorien? Das sind 5 Begriffe, die euer Buch beschreiben. Also ihr könnt bis zu 5 Kategorien
angeben bei uns auf der Plattform. Dabei ist die Kategorie Nummer 1 am wichtigsten. Was sind zum Beispiel Kategorie? Kategorie ist zum Beispiel Fantasy, ist zum Beispiel Romantasy, ist zum Beispiel Liebesroman. Das könnt ihr bei uns eingeben auf der Plattform. Klickt euch da einfach mal durch. Es gibt fast alles bei uns, was ihr angeben könnt. Bis zu 5 sind möglich. Sie beschreiben einfach euer Buch, in welches Genre es am ehesten fällt. Und uns ist bewusst, dass viele Bücher ein Crossover aus verschiedenen Genres sind, aber wozu müssen wir unsere Bücher so definieren? Wir müssen sie definieren, damit der Shop weiß, wem biete ich dieses Buch an? Wenn jetzt jemand Liebesromane lesen will, dann weiß der Shop, aha, hier ist ein Buch, das ist auch ein Liebesroman, dann schlage ich das doch diesem Käufer, dieser Käuferin auch vor. Das könnte auch interessant sein. Und dafür brauchen wir auch die Schlagworte. Denn wenn die Leute zum Beispiel in die Online-Shops gehen, dann stehen sie nicht vor einem Tisch mit Covern, sondern mit Büchern und können sich an den Covern satt sehen. Nein, sie stehen vor einem Online-Shop und sie suchen teilweise ganz spezifische Schlagworte. Zum Beispiel, wir hatten es vorher. High Fantasy zum Beispiel ist eine Kategorie, können wir jetzt mal sagen. Ein Schlagwort könnte sein Erotic Romance oder könnte sein Enemies to Lovers oder solche Dinge. Also die beschreiben einfach euren Buchinhalt. Auch sie, habe ich schon gesagt, helfen den Shops bei der Einordnung eures Buches. Und hier habt ihr bis zu 10 Schlagwörter Platz zur Auswahl. Ihr könnt mit den Schlagwörtern tun, was ihr möchtet. Allerdings ist es wichtig, wenn ihr sagt, Liebesroman verwirrt. Also sagen wir mal, wir sind im Bereich Dark Romance. Dann kann es ja mal sein, dass auch vorkommt ein Schlagwort. Mord oder Drogendealer zum Beispiel oder irgendwas in der Form. Da müsst ihr aber mit den Schlagworten aufpassen, denn wenn ihr zu viele Thriller-Elemente zum Beispiel reinschreibt in die Schlagworte, dann kennt sich der Shop nicht mehr aus, ist verwirrt und stellt euer Buch an, dann auf einmal in die Kategorie Thriller, obwohl es eigentlich ein Romance ist. Das heißt, seid euch bewusst, welches Buch ihr geschrieben habt und in welche Kategorie und in welche Genre es ungefähr fällt. Und dann passt eure Schlagworte in der Richtung an, dass die Leute einfach wissen, wo gehört es ungefähr hin. Ihr könnt auch mal bei Bestseller-Autorinnen in den Shops einfach schauen, wie ist denn die History oben? Also in welchen Unterkategorien befindet sich dieses Buch? Und wenn ihr denkt, ich habe das genau das so ähnliches Buch geschrieben vom Inhalt wie dieses Buch, dann könnt ihr auch schon ein bisschen orientieren an den Schlagworten, wo ihr rauskommt. Wenn ihr gewisse Schlagworte eingegeben habt und es passt aber nicht, dann könnt ihr die Schlagworte im Nachhinein immer noch anpassen bei uns im Shop. Ihr macht dann einen Klick, die neuen Informationen werden an die Shops auf der Plattform. Ihr macht bei uns auf der Plattform den Klick, dann werden die neuen Informationen in die Shops geschickt und dort kann es dann neu einsortiert werden. Gut, wir haben auch Blogbeiträge dazu, Teil 1, Teil 2, von Titel, Kategorie bis zum Schlagwort. Ich habe Fragen. Liebe zeitgenössisch. Natürlich, ihr könnt reinschreiben in diese Schlagworte, was ihr möchtet, aber seid euch, also werdet auch nicht zu spezifisch. Schaut mal nach, also was könnten Leute wirklich realistischerweise suchen? Recherchiert da einfach mal, schaut euch gerne auch den Blogbeitrag bei uns auf der Seite an. Also wenn es zu spezifisch wird und es sucht einfach keiner danach, dann ist das auch nicht wirklich sinnvoll. Also ihr könnt bei Schlagworten alles eingeben. Bei Kategorien haben wir zur Auswahl. Schlagworte könnt ihr frei eingeben. Genau. Also ein Wort oder zwei Wörter, das meinst du? Da bin ich mir jetzt ganz ehrlich gerade nicht sicher. Da ist jetzt schade, dass meine Kollegin nicht dabei ist. Die ist nämlich die Schlagwort-Queen. Schaut am besten nochmal in den Blogbeiträgen nach. Also da wird es dann noch mal genauer. Oder ihr probiert es einfach auf der Website aus. Also meiner Meinung nach könnt ihr das frei wählen. Gut, und der nächste Punkt, den ich habe, ist das Impressum. Viele AutorInnen sind sich nicht bewusst, dass sie ein Impressum brauchen,
Das braucht man in Deutschland, also es gilt eine Impressumspflicht, auch für E-Books. Leider, Pflichten möchte ich nie so gern aussprechen, aber das gibt's. Nämlich muss in einem Impressum sein eine ladefähige Postanschrift, ein Klarname oder ein Firmenname. Das heißt, wenn es ist einfach, dass ihr erreichbar seid, dass man dort was hinschicken kann, dass es euch erreicht, das ist wichtig. Wenn ihr eure Privatadressen nicht angeben möchtet, dann gibt es zum Beispiel etwas, das heißt Impressumservice. Da könnt ihr eure Bücher, also da, das könnt ihr dann angeben. Die Adresse dieses Service kann angegeben werden. Die sammeln dann die Dinge, die für euch geschickt werden, und schicken sie euch dann zu. Das ist nicht kostenlos, das kostet immer was, aber das gibt es zum Beispiel als Alternative, wenn ihr eure Privatadresse nicht rausgeben möchtet. Wenn ihr bei uns auf der Plattform zum Beispiel eine DocX, also eine Word-Datei oder eine ODT-Datei hochladet, dann könnt ihr dann auch das Impressumsfeld nutzen. Auch dazu haben wir einen Blogbeitrag. So, hier habe ich eine Frage. Was ist, wenn man vorher die Privatadresse angegeben hat? Muss man das Impressum für die Bücher dann ändern? Ja, eigentlich muss man das immer dann anpassen. Also man muss halt auf jeden Fall sicherstellen, dass man, du hast ja vielleicht auch manchmal einen Nachsendeauftrag. Das heißt, wenn das Buch, also wenn du da das noch hingeschickt bekommst, dann musst du halt immer schauen, dass du einen Weitersendungsauftrag hast. Im E-Book kannst du die Datei anpassen und neu an den Handel ausliefern. Da ist es kein Problem, das zu aktualisieren. Beim Printbuch geht es allerdings nicht. Wenn jetzt ein Printbuch veröffentlicht ist, dann ist die Datei fix, die kann nicht mehr angepasst werden. Dann müsste man sicherstellen, dass die Post, die an dieser Adresse noch ankommt, nachgeschickt wird. Dann ist das in Ordnung. Und wenn du dann das Buch vielleicht neu auflegst oder sich andere Dinge im Buch geändert haben, dann kann man die neue Adresse angeben, zum Beispiel. Genau, bei Impressumservice sollte man auch. Wir haben da jetzt keine spezifische Empfehlung für Impressumservice. Das machen wir auch leider nicht. Ihr könnt nicht unsere Adresse angeben. Ihr müsst eine eigene Adresse oder von einem Service angeben. Gut, dann schalten wir jetzt doch mal weiter und hoffen, dass wir die Folie dann noch sehen. Jetzt müsst ihr mir sagen, ob ihr die Folie dann seht. Juhu, Teil 2, es hat geklappt. Okay, dann war es leider der Fehler, dass ich selbst weiterschalten wollte. Jetzt habe ich dann goldene Finger, die das für mich machen, dass es das richtig funktioniert. Okay, wir kommen zur Vita. Kein leichtes Thema. Ihr müsst den LeserInnen, auch wenn ihr ein Pseudonym habt, dann erfindet einfach zum Beispiel eine kleine Vita. Ihr müsst den LeserInnen auch so ein bisschen Informationen über euch selbst geben. Es ist immer schön, wenn man einfach ein bisschen Kontext zum Buch hat. Ich mache das auch immer. Ich lese den Text und denke mal, wow, das ist zum Beispiel so spezifisch. Kommt die Person vielleicht von irgendeiner bestimmten Gegend, wo das spielt? Oder was fasziniert sie so daran? Das kann man zum Beispiel alles in eine Vita packen. Die Vita wird auch in den Shops angezeigt. Und da kann man reinschreiben, was man möchte. Wenn ihr nicht wisst, was in einer Vita steht, da ist ein kurzer Abriss einfach zu euch als Autorin drin. Also, was schreibt ihr, seit wann, was bewegt euch, was ist euch beim Schreiben wichtig? Aber da gibt es verschiedenste Formen, eine Vita zu schreiben. Aber schaut euch einfach mal bei KollegInnen um, was in einer Vita bei denen so drin steht. Und da könnt ihr kreativ werden. Ihr könnt bei uns zum Beispiel in der Plattform eine Standard-Vita anlegen für euer Konto. Dann wird die immer eingespielt, wenn ihr ein Buch anlegt und ihr klickt auf Standard-Vita an, benutzen, dann wird es immer automatisch eingefüllt. Das ist ein schickes Feature. Der Klappentext. Oh nein, der Klappentext. Da haben wir noch die Frage, kann ich die Vita auch frei pro Pseudonym anpassen? Ja, klar, aber dann kannst du zum Beispiel, natürlich kannst du das, also das ist kein Problem. Also das sowieso, wenn du jetzt die Standard-Vita eingestellt hast und du hast in deinem Konto mehrere Pseudonyme, dann wird es einfach eingefüllt und du kannst aber jedes Mal dann noch im Feld was ändern. Also das ist auch kein Problem. Gut.
Wo sieht man das Impressum überall? Das Impressum ist in eurem Buch, also im E-Book ist es gleich am Anfang des E-Books und in eurem Printbuch ist es auch gleich am Beginn des Buches. Es hat bei uns auch ein gewisses, ist immer an der gleichen Stelle. Wir haben nämlich hier bestimmte Dinge, die eingedruckt werden, zum Beispiel ein FSC-Logo, Informationen am Rande. Das heißt, das Impressum ist immer an einer fixen Stelle in unseren Printbüchern, wenn die über uns veröffentlicht werden. Am Anfang des Buches, also im Buch, wird das Impressum gesehen. Im Shop seht ihr das Impressum nicht. Da werden keine Privatinformationen, also da wird keine Postadresse veröffentlicht. Erst im Buch sieht man das. Klappentext. Jetzt bin ich beim Klappentext. Also, der Klappentext ist, wie wir geschrieben haben, eigentlich neben dem Buch selbst der schwierigste Text, den man schreiben kann, denn ihr wollt mit diesem kurzen Text, kurz und prägnant, LeserInnen einfangen. Wenn jemand in der Buchhandlung ist und dieses Buch umdreht, der Klappentext befindet sich immer auf der Rückseite des Buches, auf der U4. Nennt man das? U1 ist vorne, dann U2 ist innen, U3 ist auch innen, hinten und dann U4 ist nochmal außen. Also hinten auf dem Buch drauf ist der Klappentext. Der soll die LeserInnen einfangen und von eurer Geschichte in wenigen Sätzen so überzeugen, dass sie das Buch kaufen möchten. Schwierige Aufgabe für den Klappentext. Wirklich nicht leicht. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, wann man den Klappentext schreibt. Ich würde jetzt intuitiv sagen, man schreibt ihn am Ende des Buches, wenn man weiß, was da drin vorkommt. Viele haben aber manchmal schon so Sätze und Beschreibungen am Anfang im Kopf und dann steht der Klappentext schon recht früh, und dann nicht anpassen, vergessen. Und bitte, bitte immer auch ganz fest korrigieren. Es gibt nichts Schlechteres, als wenn in dem Klappentext vielleicht noch ein kleiner Fehler drin ist. Bei E-Book ist das kein Problem. Beim E-Book wird in den Shops natürlich auch der Klappentext angezeigt. Beim E-Book kann man aber auch das schnell austauschen, auch beim Printbuch. Aber beim Printbuch, wenn es drauf gedruckt wird hinten, da kannst du nichts mehr austauschen. Das geht leider nicht mehr. Wenn es einmal hochgeladen ist bei uns und veröffentlicht, dann können hier keine Dinge mehr ausgetauscht werden. Auch hier haben wir einen Blogbeitrag dazu. Ihr seht schon, wir haben sehr viele Blogbeiträge für euch. Gut, dann kommen wir zum Preis. Der Preis eures Buches ist dann gar, gehört auch zu den Buchdaten, ist keine leichte Aufgabe, den festzusetzen. Es ist so, dass ihr habt einen Preisrechner bei uns in der Plattform. Das heißt, ihr gebt den Preis ein, beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit, aus einer Staffelung an Preisen auszuwählen bei uns auf der Plattform, wenn ihr euer Buch veröffentlicht. Und euch wird dann ausgerechnet in der Plattform, was euch am Ende noch bei dem Buch bleibt. Für euch an Tantiemen als AutorInnen. Das ist im Self-Publishing im Vergleich zum Verlag oft mehr. Das ist ein großer Vorteil am Self-Publishing. Man macht sehr viel selbst im Vorhinein, man geht also viel in Vorleistung, aber man bekommt dann am Ende von dem Nettoverkaufspreis des Buches mehr. Beim E-Book kann man sagen, wenn ihr einen Verkaufspreis unter 2,99 wählt, dann bekommt ihr 40% des Nettoverkaufspreises. Und wenn ihr einen Preis über 2,99 wählt, dann sind es sogar 70%. Das heißt, ihr bekommt eigentlich direkt über den Preis eures Buches das Geld zurück. Das heißt, die Vorleistung, die ihr vielleicht mit Korrektorat, Lektorat und Cover eingegangen seid, auf die kommt ihr dann am Ende wieder durch die E-Book-Verkäufe raus. Also kommt ihr wieder zurück. Berechnet also den Inhalt, wie viel Umfang hat euer Buch zum Beispiel, dass ihr euch hier einen Richtwert habt. Schaut euch an, was andere Autorinnen für die Bücher verlangen. Überlegt euch, wie viel die Zielgruppe bereit ist, für euer Buch zu zahlen. Und überlegt euch dann auch eine ordentliche Marketingstrategie. Denn ihr könnt für E-Books zum Beispiel auch Preisaktionen einstellen. Und hier richtig schön anpassen, dass ihr jetzt vielleicht am Anfang euer Buch für einen Angebotspreis veröffentlicht und ihr steigert oder ihr geht dann aber nach einer kurzen Anhaltsphase auf einen höheren Preis rauf. Zum Beispiel auch die Frage könnt ihr euch stellen, ist euer Buch Teil einer Reihe? Das hat dann auch Auswirkungen auf den Preis. Und was generell im Self-Publishing schon besser wird, aber wo wir auch wirklich raten, dass ihr darauf achtet, ist, macht eure Preise nicht zu niedrig. Denn wie gesagt, ihr müsst am Ende auch noch ein bisschen was davon
bekommen. Eure Arbeit ist etwas wert. Das, was ihr geschrieben habt, das, was ihr vielleicht im Cover Design investiert habt, was ihr selbst gemacht habt, das ist alles etwas wert. Also verkauft euch nicht unter Preis. Macht auf jeden Fall, schaut euch die Preise genauer an. Wir sollten das Self-Publishing auf jeden Fall auch ein bisschen, das ist für uns gut natürlich, weil bei uns, wir schneiden ja natürlich einen kleinen Teil an den E-Books mit. Wir müssen auch von was leben. Aber es klingelt vor allem bei euch im Beutel. Das wollt ihr. Was ist der Grund, warum wir Staffelung bei den Preisen haben und keine freie Wahl zulässt? Den Grund genau kann ich dir tatsächlich, hier wird geschrieben, der Grund ist Apple. Es ist mir neu als Information, also das glaube ich nicht. Also tatsächlich ist es einfach immer schon, also einen direkten Grund, es wurde damals in der Plattform so gebaut. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Also wir haben hier keine. Es ist keine Absicht, aber es ist in, es hat auch, hängt mit den Shops zusammen, mit der Auslieferung und so weiter. Wir haben diese Staffelung und es schadet nie natürlich, wenn ihr veröffentlicht, dass ihr euch das vorher anschaut, welchen Preis ihr wählt. Und dann könnt ihr ihn zum Beispiel anpassen. Viele Autorinnen veröffentlichen bei uns und auf Amazon. Auf Amazon könnt ihr den Preis wählen. Das heißt, wenn ihr bei uns einen Preis gewählt habt, dann passt einfach Amazon an. Das ist ein Das ist gegeben leider, da können wir auch nichts ändern dran. Genau, achtet bitte darauf, dass die Buchpreisbindung eingehalten wird. Was ist Buchpreisbindung? Buchpreisbindung ist, dass man, wenn man sein Buch anbietet auf mehreren Plattformen, dann muss es laut deutschem Gesetz überall den gleichen Preis haben. Da könnt ihr aber auch nochmal kurz googeln, aber das gilt in Deutschland auf jeden Fall. Da müsst ihr, wenn das Buch in Deutschland über einen deutschen Distributor und in deutschen Shops erhältlich ist, dann müsst ihr auf die Buchpreisbindung achten. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Folie. Das Cover. Ich habe heute Vormittag schon einen tollen Podcast mit der Juliana Fabula gehabt zum Thema Cover. Kann man die Podcasts auch nachhören? Ja, die kann man nachhören. Das heißt, wenn ihr euch zum Thema Cover Design noch weiter interessiert, dann könnt ihr den Podcast von heute Vormittag nachhören. Der heißt da Tolino Media, auf ein Café mit Tolino Media und der Juliana Fabula. Sie ist Cover Designerin und Mediengestalterin, selbstständig und macht viele Cover für AutorInnen. Schaut euch das Ganze an. Sie macht sehr coole Cover, hat auch das Cover für sich, für ihr eigenes Buch. Sie schreibt auch gemacht. Sie ist zum Beispiel ein Dienstleister, der, sie erklärt es auch im Podcast nochmal, wie genau vorgegangen wird, wenn sie einen Coverauftrag bekommt und wie das Ganze zustande kommt. Also, bei uns muss auf jeden Fall oder eigentlich immer muss auf das Cover ein Titel, ein Name oder ein Pseudonym, das ist natürlich dann das Pseudonym drauf. Und was wir immer raten, ist, dass auch durch das Cover das Genre schon klar erkennbar ist. Welches Genre ist ungefähr euer Buch? Dann ist dann die große Frage, wie schaut das Genre, das ich schreibe, aus? Well, wieder mal die Recherche bei den KollegInnen. Ihr könnt gerne, also es sind immer wieder mal Trends, die sich auch verändern, die wechseln. Schaut mal drüber, was es alles in eurem Bereich so gibt. Wir erinnern uns, oder sie ist immer noch recht aktuell, rosa, türkis, Pastell mit Glitzer ist zum Beispiel im New Adult-Bereich immer noch ziemlich gut am Laufen. Ein Cover ist einfach das äußere Gewand eures Buches und sollte auf jeden Fall genauso viel Liebe erfahren wie der Text selbst. Wenn ihr zum Beispiel aber sagt, ich bin aber keine Cover-Designerin oder es interessiert mich nicht so oder ich kann das nicht, ich bin nicht so ein visueller Typ, dann sucht euch, wie gesagt, DienstleisterInnen oder vielleicht gibt es auch Freunde, die sowas ganz gut können und macht dann auf jeden Fall auch nochmal Feedbackrunden. Also ihr habt euch auf ein Cover eingeschossen, das euch absolut abholt, das euch wirklich für das ihr brennt und das ihr toll findet. Aber dann gibt es nochmal nach außen und vielleicht auch so eine kleine Feedback-Runde. Vielleicht fehlt da ja jemandem wirklich was. Ihr müsst nicht immer für die Buchcover, kann es auch sein, dass man nicht
die richtigen Tools bei der Hand hat. Es gibt aber auch Designprogramme, abgesehen von Adobe, wie zum Beispiel GIMP oder Canva, in denen ihr Buch Cover machen könnt. Aber schaut euch immer noch mal die, Pla also die, für Printcover ist das schon ein bisschen heikler. Da brauchen wir gewisse Voraussetzungen, dass man die bei uns hochladen kann und dass die gewisse Qualitätsanforderungen haben, einfach in Maßen und so weiter. Und schaut euch bitte alles auf der Website an. Ihr werdet Stück für Stück durch den Prozess geleitet. Und wenn ihr zum Beispiel dann alles angegeben habt auf der Plattform zu Printbuch, dann werden euch auch die genauen Maße angezeigt für das Cover. So. Wie ich schon gesagt habe, Cover ist das wichtigste Aushängeschild eures Buches. Genau, die 300 DPI für die Printcover sehe ich gerade, ganz korrekt ist das. Das empfehlen wir auch. Also es gibt zum Beispiel, wenn ihr bei uns einen Upload macht, dann checkt, also wir haben eine sogenannte Validierung, heißt das. Da wird das Buch auf, also das Cover und alles, was ihr hochladet, wird auf gewisse Parameter geprüft. Und dann bekommt ihr immer so Checkboxen, wenn ihr noch was ändern müsst, wenn ihr noch was anpassen müsst, also sogenannte Fehlermeldungen. Und die zeigen euch dann, was ihr machen müsst. Ihr könnt dann auf Links klicken, die auch weiterführen auf Blogbeiträge, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Oder ihr schreibt unserem wunderbaren Support, wo wir auch immer alle mit dem ganzen Team dran sitzen. Und wenn dann noch ein paar Unklarheiten sind bei Cover und so weiter, dann helfen wir euch gerne im Support weiter, dass es zu eurer Buchveröffentlichung kommt. Wenn das Buch Teil einer Reihe ist, inwiefern hat das Einfluss? Naja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Vorband geschrieben habt, der 4,99 kostet, dann sollte der Nachband natürlich auch 4,99 kosten. Also da müsst ihr darauf achten, wie der Preis für die Reihe ist. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel sagen, wie gestalte ich jetzt die einzelnen Bände der Reihe? Wenn ich am Ende ein Sammelband machen will, dann kann der natürlich ein bisschen mehr kosten, weil da mehrere Bände der Reihe drin sind. Sorry, jetzt bin ich gesprungen, weil ich gerade die Frage gelesen habe im Chat. Genau, dann können wir jetzt, sind wir eigentlich mal mit dem Cover-Thema durch, soweit. Dann gehen wir auf die nächste Folie, bitte. Ich trinke mal einen Schluck. Finde es übrigens sehr schön, wie ihr im Chat dabei seid und euch auch gegenseitig helft. Das macht Spaß. Oh, das Thema Marketing. Das ist jetzt. Schade, dass die Martina nicht dabei ist, denn sie ist unsere Senior Marketing Managerin und sie hat natürlich zum Thema Marketing die meiste Expertise, aber ich tue, was ich kann. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Und ansonsten findet ihr uns auf jeden Fall immer im Support. Wozu brauche ich Marketing? Das ist natürlich die Frage. Spannungspause. Marketing ist dazu da, dass die Leute wissen, dass ihr ein Buch geschrieben habt und dass diese Leute euer Buch finden und es kaufen. Denn ihr möchtet ja, dass euer Buch eine Leserschaft findet. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht Marketing? Oder man sagt, ah, ich habe gar keine Ahnung, wie Marketing läuft. Wiederum schaut euch in der Community um. Denn wo kann man Marketing machen? Ganz viel vom Marketing im Self-Publishing-Bereich hat sich auf Social Media verlagert. Und wenn ich meine Social Media, dann meine ich wirklich alle Kanäle. Also es ist ja ständig im Wandel, welche Kanäle gerade wachsen, welche abnehmen. Aber das ist gar nicht so ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist die Frage, wo ist eure Zielgruppe? Wo sind die unterwegs? Und mit dem Wort Zielgruppe meine ich die LeserInnen, die euer Buch interessiert, also die euer Buch kaufen möchten. Und da ist auch dann oft so die Frage, macht euch die Gedanken wirklich, bevor ihr Marketing anfangt, nämlich fragt euch, wen interessiert es überhaupt, also wer möchte mein Buch überhaupt lesen? Und wo sind diese Menschen zu finden? Also wie gesagt, ihr könnt dann, wenn ihr auf Social Media Werbung macht für euer Buch, dann schaut euch mal so um, was wird denn sonst so alles auf diesem Kanal gepostet? Also wir können schon mal sagen, dass also Social Media Kanäle unterscheiden sich nicht in dem, was die Genre quasi, also nicht genremäßig kann ich sie nicht einteilen, aber zum Beispiel, wenn es um schöne Bilder geht, wenn man jetzt Bereich New Adult schreibt, dann ist Instagram vielleicht ganz gut oder TikTok.
TikTok, dürft ihr nicht die Augen davor verschließen. BookTok wächst und wächst und hier kann man auch sehr schön seine Bücher in den Mix reinwerfen. Wenn ihr sowas Ähnliches wie Colleen Hoover schreibt, dann seid ihr auf BookTok genau richtig. Ihr könnt aber auch Werbung auf eurer eigenen Webseite machen oder ihr versucht euch ein Newsletter aufzubauen. Newsletter sind auch sehr gut, weil wenn man die Leads, wenn man diese E-Mail-Adressen mal an der Hand hat und die, dann interessieren die sich auch für euer Buch. Wie kann man diese Leads bekommen? Man kann zum Beispiel ein Gewinnspiel auf Instagram machen und sagt, ihr könnt mitmachen, indem ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Und dann habt ihr Newsletter-Adressen, an die ihr News zu euren Bucherscheinungen schicken könnt, an die ihr Sneak Peeks schicken könnt zu euren Covern oder kleine Snippets schon aus eurem Buch und sie so ein bisschen anheizen. Das ist sehr schön. Dann kann man Lesungen machen oder Kooperationen mit lokalen Buchhandlungen, Cafés und Lokalen eingehen. Marketing ist ein großes Feld, das quasi nie aufhört. Wichtig ist einfach, sprecht über euer Buch. Sprecht gerne viel über euer Buch, denn wie gesagt, wenn ihr nicht über euer Buch sprecht, dann weiß die Welt da draußen oft nicht, dass ihr es geschrieben habt. Und wir wollen ja aber, dass eure Bücher Sichtbarkeit bekommen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist uns E-Mails schreiben und sagen, hey, schaut mal her, liebes Flino Media Team, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe dies und das vor, es erscheint dann und dann, hier ist das Cover, das ist das Genre, hier ist der Klappentext, vielleicht passt mein Buch mal in eine Marketingaktion. Das haben wir nämlich auch sehr oft. Also wir können euch beim Marketing unterstützen, indem ihr uns von euren Büchern erzählt. Also wir sehen, es wird alles geprüft, was auf unserer Plattform veröffentlicht wird, aber wir sehen also, die Prüfung sind andere Kolleginnen, wir im Team, die für Marketing und Kommunikation zuständig sind. Wir sehen nicht alle Bücher immer, die veröffentlicht werden auf der Plattform. Deswegen müsst ihr aktiv, wie beim Self-Publishing so oft, auf uns zukommen und uns Bescheid geben, dass euer Buch da ist. Und dann können wir schauen, ob wir es in thematisch passende Marketingaktionen zum Beispiel einplanen. Oft ist es so, wie ich gesagt habe, dass man vielleicht eine kleine Preissenkung am Anfang macht und dann in eine gewisse Marketingaktion mit reingepackt werden kann. Also die Möglichkeit habt ihr. Genau. Ich schaue mir gerade noch mal wieder den Chat an, lese mal so ein bisschen durch. Pressemitteilungen verschicken, auch ganz eine coole Sache. Lokale Medien sind auch immer voll interessiert an Büchern, die entweder einen lokalen Bezug haben oder von AutorInnen geschrieben wurden, die in den Gegenden oder in gewissen Regionen wohnen. Und das wird auch sehr oft unterschätzt, was Pressemitteilungen eigentlich alles können und sind auch sehr schöne Möglichkeiten, Marketing zu machen. Das beste Marketing ist immer das nächste Buch. Wow. Ja, genau. Also immer mehr. Also wenn man natürlich seine Leserschaft gefunden hat und die lieben dein Buch, dann kannst du nichts Besseres machen, als noch mehr tolle Bücher zu schreiben und die Leute bei der Stange zu halten. Aber das läuft dann auch. Also wir haben Erfolgsautorinnen, die haben viele, viele Teile schon von Reihen geschrieben und haben sich eine große Community aufgebaut, die wirklich jedem nächsten Band entgegenfiebert. Das ist so das Beste, was einem passieren kann. Ich schaue noch mal, was ihr sonst noch so geschrieben habt. Genau, was Thomas zum Beispiel geschrieben hat, wenn andere über euer Buch sprechen. Also was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel, was habe ich denn zum Beispiel für Möglichkeiten für Multiplikatoren? Typische Multiplikatoren sind zum Beispiel BuchbloggerInnen. Also das ist auch immer eine Möglichkeit. Recherchiert immer im Vorhinein, bitte, und schaut euch an, was machen, also welche Bücher lesen diese BloggerInnen ungefähr, welche Genres, an was sind sie interessiert. Dann schreibt gerne mal einfach an über Social Media oder E-Mails und dann könnt ihr ja vielleicht in Kontakt treten und mal ein Buch zuschicken. Ich würde jetzt nicht empfehlen, einfach blind durch die Gegend Bücher zu schicken, sondern es muss wirklich so ein gewisser Kontakt vorher. Vielleicht trefft ihr sie auf Veranstaltungen auch und kommt ins Gespräch. Dann sind zum Beispiel BloggerInnen schöne Multiplikatoren, die man nutzen kann.
Leserunden auf Lovely Books ist auch ein super Mittel, um Marketing zu machen. Ihr könnt als AutorInnen selbst Leserunden auf Lovely Books starten. Dort melden sich dann Leute, die gemeinsam das Buch lesen möchten. Und so bekommt ihr auch schöne Rezensionen in den Shops zum Beispiel. Also das wollen wir auch. Viele Rezensionen in den Shops, die weiter eure Bücher empfehlen. Das ist auch sehr wichtig. Genau, die Leseprobe vorher schicken. Das sagt die Jennifer auch was ganz Wichtiges. Das ist auch schön, dass sie dann vorher schon ein bisschen Einblick haben in euer Buch. Also, ich habe ja viel gehört im Gespräch mit AutorInnen und BloggerInnen, dass wirklich die Kommunikation das A um und auf ist bei dem Zusammenarbeit zwischen AutorInnen und Self-PublisherInnen. Dass man wirklich sich gegenseitig abspricht, was man lesen möchte, was man nicht lesen möchte und dann auch darauf eingeht, was die Gegenseite gerade braucht. Also da wirklich zuhören und miteinander sprechen. Ich hatte vorher noch was, auf was ihr eingehen wollt. Bloggerinnen würden die Bücher bekommen, die wir als Eigenexemplaren kaufen. Genau. Also ihr könnt bei uns auf der Plattform dann auch Eigenexemplare bestellen. Ah, das ist bei der Veröffentlichung seht ihr dann, haben wir auch eine Preisstaffelung. Natürlich, also haben wir auch, es kann ich gar nicht so sagen, was jetzt genau ein Eigenexemplar kostet, weil es kommt immer auf die Ausstattung des Buches an. Wie viele Seiten habt ihr? Wie viele Farbseiten habt ihr? Habt ihr Hard- oder Softcover? Welches Format habt ihr gewählt? Und da kommt es drauf an und dann wird euch in der Plattform vorgerechnet, was das ungefähr kostet und ihr könnt direkt auch eigene Exemplare für euch bestellen nach Hause. Das könnt ihr dann variieren, wie viele ihr möchtet. Und die könntet ihr zum Beispiel an BloggerInnen verschicken. Wir als Distributor haben keinen Service, das zu verschicken. Das müsstet ihr selbst übernehmen. Gut, dann machen wir noch die nächste Folie. Mein Gott, wie lange rede ich überhaupt schon? Ich habe vorher Uhr gesehen. Ein Tablet war es. 18:28 und wir haben bis 19 Uhr. Wow, ich bin noch nicht halb durch. Dann machen wir jetzt ein bisschen schneller, glaube ich. Nämlich die Frage Vertrieb. Wozu brauche ich einen Distributor? Ihr braucht einen Distributor, dass ihr euer Buch in den Buchhandel bekommt. Also wir sind diejenigen, wenn ihr ein Buch bei uns hochladet, die das über Auslieferer an die Shops liefern. Das Distributor bringt euer Buch in den Buchhandel. Es ist beim Druck so und auch beim E-Book. Wir haben auch gerade, also Printbuch ist ja bei uns recht neu und hier machen wir aber auch immer mehr in Richtung Buchhandel. Wir bauen halt gerade unsere Beziehungen immer weiter aus, dass wir mit den großen Buchhändlern auch coole Aktionen zu euren Büchern machen. Schaut da mal auf Social Media, auf Instagram haben wir schon einiges dazu gemacht. Wir stellen als Dolino Media euer Buch für den Kauf zur Verfügung. E-Book in Online-Shops, der Buchhändler, habe ich schon gesagt. Beim Printbuch ist es die Listung im VLB und die Listung bei den Barsortimenten, damit auch der stationäre Buchhandel euer Buch bestellen kann. Welche Formate bieten wir an? Also wir bieten an E-Book und Printbuch, also Printbuch, Taschenbuch und Hardcover. Und Hörbuch gibt es bei uns nicht, aber es gibt auch Distributoren für Hörbücher. Ist auch sehr beliebt und viele Autoren geben uns Feedback, dass Hörbücher auch super laufen. Genau. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Genau, endlich sind wir bei der Frage angekommen, warum eigentlich Tolino Media? Also wir sind jetzt schon sehr lange in diesem Workshop und hier haben wir nochmal zusammengefasst, was jetzt uns zum Beispiel von anderen Distributoren unterscheidet. Also wir sind ja eben die Self-Publishing-Plattform der Tolino Allianz. E-Book und Print, Distribution sowie die Bestellung für den Eigenbedarf. Also ihr könnt bei uns auch Bücher drucken lassen, die nicht in den Handel kommen. Also die bekommen dann auch eine Kennziffer, aber keine ISBN. Und die sind wirklich für euch da, dass ihr sie zu Hause habt. Also sind nicht dann für den Handel verfügbar, sondern sagen wir mal, ihr habt schöne Gedichte geschrieben oder ein Bildband gemacht und ihr möchtet das für euch zu Hause drucken und an Familienmitglieder rausgeben. Könnt ihr nicht verkaufen, aber für euch zu Hause. Genau, der Vertrieb der Online-Shops in der Tolino Allianz ist dabei, sowie für Amazon, Apple Books und Google Play. Dann habe ich schon gesagt, wir bedienen den Zwischenbuchhandel und das VLB.
Wir haben günstige Konditionen für E-Book, Print und Eigenbedarf. Und was ganz wichtig bei uns ist, es gibt bei uns keine Laufzeiten und keine Exklusivität. Also wenn ihr mit uns ein Buch veröffentlicht, dann seid ihr in keiner Form gebunden. Ihr könnt euer Buch auch woanders veröffentlichen gleichzeitig. Und wie gesagt, keine Laufzeiten. Ihr könnt euer Buch auch wieder aus dem Handel nehmen, wenn ihr das nicht mehr möchtet. Das ist bei uns auch noch so eine schöne Sache. Dann gehen wir bitte weiter. Hier habt ihr jetzt nochmal das Angebot, das ich vorher beschrieben habe, nochmal genauer, nämlich wie gesagt, das Printbuch drucken. Da habt ihr keine Grundgebühr und attraktive Staffelpreise und die Eigenbestellung ist schon ab einem Exemplar möglich. Hier aber, wie gesagt, die Bücher sind nicht für den Verkauf geeignet. Die sind nur für den privaten Gebrauch geeignet. Dann könnt ihr Printbuch veröffentlichen auswählen. Das ist so typisch, wenn ihr jetzt, gesagt, euer Buch in den Handel gehen soll. Also es gibt eine einmalige Gebühr von 14,90. Dafür bekommt ihr aber ein ISBN von uns und die Listung im VLB. Wir haben hier attraktive Margen für euch. Die erfahrt ihr, wenn ihr alles in der Plattform eingibt. Wie gesagt, schwierig zu sagen jetzt, wie viel ein Buch ungefähr kostet und was bei euch rauskommt. Das rechnet euch aber alles die Plattform vor. Also gebt euer Format ein, gebt eure Ausstattung ein und dann in der Plattform müsst ihr euch registrieren und anmelden und schon mal ein paar Parameter angeben. Dann seht ihr, wo ihr am Ende rauskommt. Und der einfache Vertrieb an den Buchhandel, da habe ich schon viel drüber gesprochen. E-Book veröffentlichen ist noch einfacher. Es kostet eben nichts. Es gibt keine Gebühren. Wir haben die Honorare, die ich schon besprochen habe. Also bis zu 70% für euch und den Vertrieb an alle relevanten E-Book-Shops. Dann bitte weiter. Plattform und Upload. Also gerne kann ich jetzt hier nochmal genauer auf alles eingehen, wie man bei uns das Buch hochlädt, was es dazu braucht. Das habt ihr auf den nächsten Folien zusammengefasst. Es gibt aber auch diese ganze Information auf unserer Website und auf unserem Blog. Also wenn ihr dann wirklich bei der Buchveröffentlichung seid, geht nochmal diese Information in unseren FAQ auch durch. Dort findet ihr nochmal ganz genau, welche Anforderungen ihr für euer Buch braucht. Was passiert? Also in wenigen Schritten habt ihr euer Buch bei uns hochgeladen, dann gebt ihr die Metadaten, die wir besprochen haben, ein, die Buchdaten, das Cover wird hochgeladen, ihr ladet eure Dateien hoch und dann wählt ihr noch die Vertriebskanäle aus, dort, wo euer Buch hingehen soll. Dann kommt euer Buch, von mir vorhin auch schon erwähnt, in eine Qualitätssicherung. Also es wird von meinen Kolleginnen im Team angeschaut und es wird wirklich überprüft, ob wir keine Inhalte haben, wie Volksverhetzung zum Beispiel oder unnötige Gewaltdarstellungen und so weiter. Und da wird geprüft und wenn hier noch was anzumerken ist, zum Beispiel wird auch das Impressum angeschaut. Wenn ihr noch was ändern müsst, dann bekommt ihr das Buch nochmal zurück und dann könnt ihr auch ohne Problem noch ändern. Und dann geht es schon in den Vertrieb in die Shops. Bitte die nächste Folie. Hier haben wir eine geballte Folie mit so vielen Informationen. Das sind unsere Anforderungen für die Veröffentlichung E-Book, für Manuskript und Cover. Also hier habt ihr zum Beispiel, was für eine EPUB-Datei wichtig ist. Wir haben vorher über die festen Werte gesprochen bei Zeilenabständen und Schriftgrößen. Also wenn ihr die eben nicht fest, sondern variabel einstellt, dann passt sich das EPUB je nachdem, was die LeserInnen eingestellt haben, nach Schriftgröße und so weiter und wie groß der Reader ist, auf dem es gelesen wird, ob es ein Tablet ist, wo das gelesen wird, passt sich das an und dann ist das kein Problem, dann wird eure Formatierung und euer EPUB nicht zerschossen. Wenn ihr es nicht einstellt, dann klappt es vielleicht nicht. Also achtet darauf, dass ihr hier keine festen absoluten Werte eingibt, was Zeilenabstand und Schriftgrößen angeht. Wie eine schöne EPUB-Datei hergestellt werden kann, findet ihr in einem YouTube-Video, das wir mit der Katrin Streffer dafür, also aufgenommen haben. Also eine kurze Anleitung, wie ihr eine schöne EPUB-Datei herstellen könnt. DocX und ODT-Dateien habe ich schon gesagt, man soll eine automatisierte Formatvorlage verwenden, damit das Inhaltsverzeichnis schön hergestellt werden kann. Überschrift 1 und Standard für Fließtext. Überschrift 1 für Überschriften und Standard für Fließtext.
Es kann von unserem Wörterkonverter dann gut erkannt werden und wird dann entsprechend umgewandelt. Und da kommen sehr schöne EPUBs dabei raus. Ihr könnt es euch, wie gesagt, nochmal runterladen, bevor ihr auf den Veröffentlichen-Knopf klickt. Macht es auf jeden Fall und macht nochmal, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Genau, macht es nochmal. Cover. JPEG-Datei, 1600 Pixel Breite mindestens. RGB-Farbraum, Titel des Buchs muss drauf sein und Autorname. Das hatten wir schon. Diese Dateien, also diese Folien, wie gesagt, gibt es im Nachhinein nochmal. Das ist jetzt zu viel, um euch das alles mitzuschreiben. Aber das sind so die Anforderungen für E-Book. Der nächsten Folie haben wir kurz ein paar Worte zu E-Book-Marketing. Also wir sind jetzt gerade noch beim Thema E-Book. Ich habe es schon mal erwähnt, wenn ihr von euer E-Book von uns Marketing bekommen möchtet, dann könnt ihr euch bei uns melden. Teilt uns an publishing@toline.media das Erscheinungstag, den Titel und das Genre eures Buches mit, Preis, geplante Preisaktionen, Inhalt und so weiter. Und falls ihr eigene Marketingaktionen geplant habt, dann teilt uns das auch mit. Also wir haben die Vorlaufzeit von mindestens 3 Monaten. Es ist nämlich so, dass wir einfach sehr viele Anfragen bekommen und das muss ja auch entsprechend eingeteilt werden und geplant werden. Und deswegen können wir euch nicht garantieren, wenn ihr uns eine E-Mail schickt, dann 3 Monate vor eurem Erscheinungstermin auf jeden Fall. Dann bekommt ihr auch schöne kostenlose Marketingplätze von uns. Gut, weiter. Hier nochmal zu den E-Books, welche Shops beliefern wir. Das ist die Tolino-Allianz. Dann haben wir die Leseplattform Skoobee im Angebot. Nämlich hier haben wir auch immer wieder schöne Kooperationen. Wir sind mit dem Team von Skoobee im engen Austausch. Es ist eine Leseflatrate, aber es gibt einen gewissen Schlüssel. Aber ihr bekommt hier auch, könnt ihr schöne Einnahmen generieren, wenn ihr einfach nur den Haken für Skoobee setzt, weil auf Skoobee sind viel LeserInnen, also Menschen, die viel lesen. Und wenn ihr zum Beispiel Genre-Literatur habt wie Romance, hat man uns gesagt, Dark Romance, Erotic Romance, aber auch Thriller und Krimis oder Cozy Crime gehen auf Skoobee sehr gut. Das heißt, setzt vielleicht hier wirklich auch den Haken. Dann haben wir noch die Onleihe. Hier können Bibliotheken eine Lizenz für euer Buch kaufen und dann kann das Ganze ausgeliehen werden. Dann haben wir noch Amazon, weitere Vertriebskanäle wie Google Play, Apple Books und viele mehr. Und wir liefern das Pflichtexemplar an die Deutsche Nationalbibliothek. Das müsst ihr nämlich. Das machen wir bei E-Book. Printbuch gibt es leider nicht. Weiter. Ich habe den Chat ignoriert, um Himmels Willen. Ach so, Entschuldigung, ich habe nicht weiter gescrollt. Bin so im Redefluss drinnen. Ich schaue es mir gleich genau an. Seid ihr noch wach? Hoffe, ihr seid noch wach. Wo hatten wir eine Frage? Kann ich die Shops einzeln ein- oder ausstellen, an die ausgeliefert werden soll? Also die Shops der Tolino Allianz werden immer beliefert. Skoobee kann man einzeln auswählen, die Onleihe auch. Amazon kann man einzeln auswählen. Und dann haben wir das Bundle, Google Play, Apple Books und die weiteren. Das könnt ihr auf der Website sehen, welche hier dabei sind. Also das ist eins, das man gemeinsam auswählen kann. Und sonst sind alle einzeln auswählbar. Probedruck-Exemplar macht man so, indem man sich tatsächlich die Variante anlegt, Printbuch drucken. Das heißt, wenn man das Buch als Printbuch drucken hochlädt, dann bekommt man eben ohne ISBN noch ein Buch zugeschickt. Aber es wird schon genauso gedruckt, wie ihr es dann für Printbuch veröffentlichen macht. Das heißt, ihr könnt euch so von der Qualität überzeugen, könnt euch anschauen, wie das mit dem Cover aussieht, ob das alles zu eurer Zufriedenheit ist. Also wir hatten schon viele gute Rückmeldungen. Und also über diese Option macht ihr einfach Printbuch drucken ohne Veröffentlichung. Dann könnt ihr euch einen Probedruck quasi zu euch nach Hause schicken.
Genau, Buchhandlungen entscheiden vor Ort, was sie sich in die Regale stellen. Also was wir machen, wir bieten das Buch dem Barsortiment an, dort ist es gelistet und dann muss der Buchhändler eben selbst noch entscheiden, ob er sich das Buch in die Buchhandlung stellt oder nicht. Wir haben jetzt auch angefangen, viel Kommunikation in Richtung Buchhändler zu machen und hier neue Kontakte zu knüpfen, dass wir für eure Bücher im Buchhandel mehr Sichtbarkeit bekommen. Das ist nämlich im Self-Publishing natürlich auch so die Sache, dass es schwieriger ist, weil natürlich steht kein Verlagsnetzwerk hinter euch, sondern ihr seid hier nicht eben ganz alleine. Denn wenn ihr uns Bescheid gebt, welches Buch ihr habt und was ihr so vorhabt mit eurem Buch, können wir euch auch helfen. Ich habe jetzt eine Information für euch, was Printbuch angeht im Buchhandel. Wir haben es gerade etabliert und wir freuen uns sehr, dass es zum zweiten Mal geklappt hat oder eigentlich schon öfter. Wir konnten jetzt gerade wieder einen Titel in vielen Thalia-Filialen platzieren und das werden wir ab jetzt regelmäßiger versuchen. Das heißt, wir bekommen immer mehr Marketingplätze für Printbuch dazu. Sie sind noch kostenlos. Das heißt, wenn ihr das jetzt ausnutzen möchtet, dass ihr mit uns in den Buchhandel kommt und schickt uns auf jeden Fall eure Bücher. Wir kriegen jetzt hier, wie gesagt, wir sind ja eine Tochterfirma der Tolino Allianz und mit allen BuchhändlerInnen eng verbandelt. Und wir bauen jetzt hier unsere Kontakte auf, dass wir je nachdem, wir bieten ganz viele Bücher von euch an. Und die Buchhändler haben wie immer das letzte Wort und entscheiden dann, welche Bücher gerade gut passen könnten. Aber ihr habt jetzt mit uns quasi schon die Möglichkeit, einen Schritt näher an den Buchhändlern dran zu sein. Weil wenn wir Informationen für euch von euch bekommen, können wir für euch schon mal hier einen weiteren Schritt machen. Was auch geht, ist natürlich, ihr geht selbst in kleinere Läden und bewerbt euer Buch. Also wie gesagt, gleich weglassen. Meldet euch mal bei uns, Thalia und so weiter. Wir geben unser Bestes, dass es hier besser kommt. Remissionsrecht, ja, haben wir bei unseren Büchern. Genau, das ist, ja, das können Buchhändler über uns machen. Das gibt es. Die Probedruckexemplare. Dann hier die letzte Frage. Ihr liefert das E-Book-Pflichtexemplar an die DNB aus, aber keine Prints an DNB oder Landesbibliotheken. Korrekt. Also das machen wir bei E-Book, bei Print haben wir es nicht im Angebot. Dann müsst ihr das selbst abgeben. Gut, dann schauen wir mal die nächsten Folien an, weil wir sind jetzt schon so viel im Thema Printbuch drinnen. Das sind jetzt die Anforderungen für Printbuch, aber ich gehe da jetzt nicht nochmal genauer drauf ein, weil wir eigentlich schon weiter sind und ich glaube, wir haben uns alle schon ziemlich beansprucht und wollen eh bald mal zum Ende kommen. Schaut euch das nochmal genauer an. Es wird euch zugeschickt, die Folien. Aber das sind ja wirklich Dinge, wo man sich genauer nochmal Gedanken machen sollte. Und sich da genauer hinschauen muss, was passt zu meinem Buch, welches Format zum Beispiel, Hardcover oder Taschenbuch. Und sich da nochmal genauer damit beschäftigen sollte. Gehen wir weiter. Genau. Da haben wir schon die ganze Zeit darüber geredet, nämlich Buch in der Buchhandlung mit dem direkten Draht und so weiter. Sind wir da schon sehr viel näher dran? Zum Beispiel mit einem Titel, mit dem wir es geschafft haben, dass wir in vielen Thalia-Buchhandlungen waren, war von Karin Lindberg Sturm verliebt oder Don't Play with Your Boss. Entschuldigung, von Sarah Sex. Das war ein sehr schöner Erfolg. Die LeserInnen haben sich sehr gefreut, dieses Buch zu finden. Und Thalia hat auch gesehen, wir haben schöne Bücher im Angebot. Also schickt uns mehr Bücher. Wir möchten für euch Werbung machen. Wie könnt ihr allerdings selbst Werbung für euer Buch machen? Habe ich noch eine Folie dazu. Spezial. Wie spät ist es denn? Ja. Drei Viertel schon. Also hier. Machen wir nochmal kurz Buchhandel, ein paar Tipps dazu. Du möchtest eine Klappe mit einer Karte hinzufügen. Momentan haben wir die Klappen noch nicht im Angebot. Also wir sind noch im Aufbau, sind schöne Klappen. Ja, gibt es bei uns noch nicht. Können wir dir noch nicht anbieten. Genau. Das haben wir noch nicht. Aber wer weiß, wir haben vor, alles bald anzubieten. Also wir sind im Ausbau mit unserem Programm. Genaue Daten kann ich dir dazu also nicht sagen, aber wir sind immer auf der Suche nach Dingen, die sich AutorInnen wünschen. Also gebt uns Feedback,
was ihr euch wünscht an Buchausstattung zum Beispiel, was gerade gefragt ist. Und dann fragen wir gerne für euch nach bei den Druckereien, was möglich ist. Genau. Klappenbroschur ist ein teureres Thema, deswegen ist Self-Publishing Klappenbroschur immer so eine Sache. Wir müssen ja auch die Druckkosten für euch im gewissen Rahmen halten. Schaut mal bei gewissen Druckanbietern oder geht direkt vielleicht zur Druckerei, wenn ihr große Mengen drucken möchtet und schaut euch an, was die im Angebot haben. Das gibt es auch immer. Genau, die Vorbestellungen für Prints haben wir nicht leider. Gut, jetzt noch. Hier die Folie zu Buchhandel. Es gilt dasselbe, was ich schon den ganzen Vortrag gesagt habe. Gutes Lektorat, Korrektorat, gutes Cover, Klappentext und Rezensionen. Gehen wir aber jetzt nochmal auf die nächste Folie, bitte. Nämlich den Waschzettel. Kennt ihr schon Waschzettel? Wenn wir gesagt haben, ihr geht in Buchhandlungen und möchtet euer Buch dort vorstellen, dann könnt ihr euch schon was vorbereiten, nämlich einen Waschzettel. Hier habt ihr alle wichtigsten Infos eures Buches auf einen Blick und könnt nochmal herausarbeiten, was euer Buch so besonders macht. Das könnt ihr BuchhändlerInnen in die Hand drücken und dann haben sie das auch, sehen das Buch vor sich und haben hier auch Infos wie Preis und Ausstattung drauf und Barcode. Das Wichtigste einfach. Genau, könnt ihr hier zusammenfassen und habt schon mal so tolles Werbematerial für euer Buch. Auf unserer Webseite findet ihr dann noch mehr, auf unserem Blog findet ihr noch mehr Tipps zum Thema Waschzettel. Und genau. Genau, die April hat diesen wunderschönen Waschzettel gestaltet. Und ja, sie hat das wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich in einem Grafikprogramm gemacht. Wobei ich sagen muss, dass man sowas mittlerweile mit kostenlosen Programmen wie Canva wirklich auch schön machen kann. Schaut euch mal an. Es gibt hier wunderschöne Vorlagen für Flyer und so weiter oder für solche großflächigen Flyer. Browset einfach mal durch. Da gibt es auch schon so ein bisschen Vordesigns, für die man ein bisschen Geld ausgibt oder man kann es selbst gestalten mit Canva. Das geht auch. Da muss man nicht unbedingt ein teures Grafikprogramm machen. Die 3D-Bücher kannst du, es gibt solche Seiten, die heißen 3D-Mockup. Google mal. Also ihr googelt mal 3D-Mockup für Bücher. Da gibt es einiges. Dann kann man sich kostenlos, also das Cover einfach hochladen und dann schon das fertige Mockup runterladen. Gibt es einiges im Netz. Genau. Do-it-yourself-Book-Covers zum Beispiel. Herrlich. Ich liebe es, wie ihr euch gegenseitig Tipps gebt. Das ist so schön in der Self-Publishing-Community. Gut, was haben wir noch auf den Folien? Print-Marketing. Nutzt es gemeinsam mit dem E-Book-Marketing. Also ich würde eigentlich sagen, manche Autorinnen haben nur Print. Ich frage, warum nicht auch E-Book? Es ist kostenlos. Ja, klar, es ist nochmal ein bisschen Arbeit, in EPUB schön herzustellen oder eine schöne Datei zu machen. Und dann brauchst du ja ein anderes Cover als für das Print-Cover. Aber trotzdem, lasst euch diese Chance nicht entgehen, denn da verdienen manche Autorinnen nochmal mehr als mit dem Printbuch, weil die Preise dann doch niedriger sind als mit dem Printbuch und dann fällt auch so viel für euch ab. Gut, alles, was ich hier gesagt habe, bleibt am Ball, verfolgt den Markt, seid dran, schaut, was andere machen und ja, genau, man muss einfach immer die Augen und Ohren offen halten für alle Trends und was sich gerade so entwickelt. Und wir tun das auch, nämlich wenn ihr uns schreibt und Fragen habt und so weiter, dann könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Machen wir die nächste Folie, bitte. Wir helfen euch gerne, nämlich also per Support, publishing@tolino.media. Auf der Website findet ihr sehr viel. Auf dem Blog findet ihr sehr viel und wir haben auch, ich bemühe mich sehr, dass wir schöne Social-Media-Kanäle haben, wo ihr auch schönen Content und Tipps findet für euch. Also wir sind immer sehr froh, wenn wir auf Veranstaltungen kommen können, wie zum Beispiel hier die Story Days und die Möglichkeit haben, mit euch in Kontakt zu treten und dann auch was von euch hören. Also wir freuen uns sehr über eure Anfragen. Ah, und ich schaue jetzt nochmal in den Thread. Hörbücher kann man momentan noch
Noch nicht, sage ich immer, aber eigentlich ist es noch nicht so, es ist nicht wirklich im Plan gerade, nicht auf unserer Roadmap, wie man so schön sagt. Hörbücher gibt es bei uns nicht im Vertrieb. Da gibt es aber viele andere tolle Distributoren, die das machen. Schaut mal. Habt ihr ein paar Hashtags für Marketing auf Instagram und TikTok? Schaut, und da kann ich auch nur sagen, schaut, was andere so posten. Also bei den Hashtags gehe ich regelmäßig auf Räuberausflug bei anderen Accounts, die mir gut gefallen und wo ich sehe, die haben schöne Interaktionen. Und schaut euch, was gerade so an Hashtags immer aktuell ist. Die ändern sich nämlich auch oft. Also hier auch Recherche kann ich empfehlen. Genau, die Hashtags meinen wir unter Instagram-Beiträgen oder in Reels. Reels, vergesst mir die Reels nicht, da kann man auch Hashtags hinzufügen. Facebook auch, geht überall und Twitter sowieso. Mund auf. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns jetzt ausgiebigst über das Thema Self-Publishing unterhalten. Ich wundere mich, dass ich überhaupt noch eine Stimme habe und hier noch so halbwegs sitze vor euch. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr konntet aus dem Workshop was mitnehmen. Vielen Dank, dass ihr so rege im Chat dabei wart und mit mir in Interaktion wart und miteinander. Und wie gesagt, wenn Fragen offen sind, dann schreibt uns gerne E-Mails. Ihr bekommt die Folien zur Verfügung gestellt. Und ja, ich kann mich nur noch bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir haben jetzt, glaube ich, sind noch nicht ganz am Ende von den Story Days, aber beinahe. Jetzt ist gerade im Hauptstream noch ganz was Interessantes, nämlich gibt es hier einen Escape Cube. Die lieben KollegInnen auf der Hauptbühne müssen sich gerade da durchbasteln, so ähnlich wie ein Escape Room, aber ein großes aufgebautes Ding, das sie nacheinander öffnen müssen, glaube ich. Also ich werde jetzt auch gleich reinschauen und schauen, was die da gerade machen. Sehr spannend. Schaut euch das auf der Hauptbühne noch an. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei den Story Days. Schaut euch die letzten Programmpunkte an und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir sehen uns nicht zum letzten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.